Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Tutorial. Ja, dieser Clickbait-Titel und dieses Clickbait-Thumbnail hat recht. Das hier ist der super duper, mega geniale, Hochgeschwindigkeits- und einfach nur meiner Meinung nach beste Fahrstuhl, den man in Minecraft baut kann. Und ich stehe direkt davor. Na ja gut, äh, in Minecraft stehe ich direkt davor. Hinter uns sehen wir ein Exemplar dieses wunderbaren Fahrstuhls, entwickelt für die Redstone Farm, die ich zurzeit mit IOSA 100 baue. Und dieser Fahrstuhl funktioniert mit modernster Aquatechnik, ist sehr, sehr, sehr schnell und ist der schnellste Kabinenfahrstuhl. Es gibt ja Wasserfahrstühle und ich glaube, ihr habt alle schon das Prinzip mit Soul Sand und Magma Blöcken verstanden. Ich habe es allerdings durch dieses Minecart zur Perfektion gebracht. Wir haben den Fahrstuhl, so sieht es erstmal aus. Wir haben einen Notenblock, man klickt den Notenblock an und es geht so schnell wie nur eben möglich nach unten. Dabei müssen wir uns keine Sorgen machen, dass irgendwie unser Sauerstoff ausgeht, denn sobald wir ankommen, sehen wir, äh, entflutet sich diese Kammer und wir können tro im Trockenen aussteigen. Wunderbares Design. Von unten kann ich den Fahrstuhl nochmal aktivieren, dann fährt der Fahrstuhl nochmal nach oben, dann sehen wir, wie das aussieht. Die Technik dahinter funktioniert ganz besonders, aber ist nicht so ganz einfach. Egal, mein Job ist es euch, egal ob ihr euch mit Redstone auskennt oder nicht, zu erklären, wie dieser Fahrstuhl gebaut wird und es so zu erklären, dass jeder von euch diese Technik versteht. Dieser Fahrstuhl ist ein sehr komplexes Redstone-Bauwerk, aber jeder von euch kann es bauen. In diesem Video wird es die genaue Bauanleitung geben, was ihr dazu beachten müsst und wie genau er funktioniert. Und am Ende dieses Videos habt ihr eine Menge zu Redstone dazugelernt und dieser Fahrstuhl wird euch bestimmt Spaß machen. Ich muss sagen, ich, ich fahre schrecklich gerne mit ihm, vor allem nach oben, hier vor allem mit dem Glas. Man sieht noch so ein bisschen, wie man aufsteigt. Es ist ein wirklich, wirklich cooler Fahrstuhl. So, allerdings bauen wir den nicht hier, den bauen wir in der Testwelt. Ich habe nämlich jetzt sehr, sehr, sehr lange nur für euch ein eigenes Design ausgearbeitet. Da habe ich jetzt wirklich mehrere Stunden jetzt dran gesessen, herumgetüftelt, herumgeforscht und das hier heraus ist dabei herausgekommen. Dieses Design, was wir jetzt hier im Hintergrund sehen, ist ein Design, welches ihr ganz einfach nachbauen könnt. Es funktioniert ein bisschen anders als das, was wir gerade gesehen haben in der Redstone Farm. Aber das hier ist die vollendete Version dieses Fahrstuhls. Aber. Ihr könnt ihn nicht einfach so nachbauen, denn er muss hier und da eingestellt werden. Das heißt, hier und da müssen ein paar Schräubchen gedreht werden. Und genau das ist mein Anliegen, euch heute zu erklären. Es geht los. Wir sehen, der Fahrstuhl besteht aus zwei Teilen. Wir haben einmal dieses untere Teil, was das Herzstück des Fahrstuhls äh, bildet. Und wir haben den oberen Teil auch wichtig. Ich glaube, beide Teile sind wichtig. Und dazwischen haben wir erstmal eine schöne Röhre. Das heißt, wenn ihr anfangt zu bauen, solltet ihr erstmal mit dem rudimentärsten von allen anfangen, und zwar der Röhre, die überhaupt irgendwo hingeht. Die Röhre sollte fünf Blöcke breit sein und drei Blöcke dick sein. Also, das ist mir immer wieder leichter gesagt. Wir lassen die mal auf diese Höhe gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, mal zwei, drei. Das ist eure, eure Ausmaße dieser Röhre, die natürlich dann zwei Röhren beinhaltet. Warum zwei Röhren? Weil ihr keinen Bock habt, auf den Fahrstuhl zu warten. Theoretisch könnte man ja auch nur mit einem bauen. Aber das Schöne bei diesem Design ist, dass immer ein Fahrstuhl parat ist. Entweder ist einer oben und unten oder so. Aber es ist immer auf den Stockwerken ein Fahrstuhl aktuell da. Das heißt, ihr müsst niemals auf ihn warten. Das könnten sich mal echte Fahrstühle im echten Leben abgucken. Wie lange ich schon Fahr äh, Wartezeit meines Lebens verschwendet habe durch Warten auf Fahrstühle. Hm. Ist ja auch Wartezeit. Wir füllen das Ganze jetzt einfach mal mit Glas. Ich bediene mich hier der Commands einfach. Aber nein, das ganze Ding ist natürlich am Ende ohne Commands zu bauen. Wir äh, bauen jetzt eigentlich erstmal nur diese Röhre nach oben. Also wir, 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 wir ragen uns durch dieses Ding durch. Und nachdem wir die Röhre erstellt haben, wird es Zeit, den Fahrstuhl zu bauen. Den ich jetzt aus irgendeinem Baumaterial, sollte ein solider Block sein, gebaut, äh, baue entscheidet euch für irgendeinen Block, eine Menemiste, ich nehme jetzt mal Quarzblock, bewaffnet euch mit einem großen redstone Inventar und schon kann es losgehen. Also wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen nach unten und sagen, okay, auf welcher Höhe soll denn der Fahrstuhl später ankommen? Wir sagen jetzt, das hier ist mein Boden, auf dieser Höhe soll der Fahrstuhl ankommen und jetzt bauen wir erstmal dieses Ding hier oben nach. Der Fahrstuhl befindet sich in zwei kleinen ähm, Vertiefungen, die wir in den Boden reinsetzen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier unten in den Boden uns äh, folgende Blöcke reinsetzen. Fans, ja, tatsächlich Zaun und Soul Sand brauchen wir. Und wir müssen das jetzt ganz raffiniert platzieren. Und zwar müssen wir ein Sandwich bilden aus einmal Soul Sand, zweimal ähm, Zaun und wieder einmal Soul Sand. Das ist unser Sandwich. Dieses Sandwich sorgt dafür, dass wir dieses Ding hin und her schieben können. Das heißt, wir sehen hier unten sind am Ende auch Kolben. Das war jetzt ganz raffiniert von mir. Ich wollte nur einmal kurz spicken, ob ich alles richtig baue. Es kann sein, dass ich ein paar Mal nach da hinten fliegen muss, um zu überprüfen, ob ich alles richtig baue. So, wir setzen einen normalen Kolben so hin. Nee, doch, alles richtig. Wir setzen einen normalen Kolben so hin und einen normalen Kolben so hin. Es ist wichtig, dass die Kolben symmetrisch sind. Ihr seht, die ba Kolben sind genau einmal hier. Dann seht ihr da? Und einmal da. Und mit den Kolben lässt sich dieses ganze Ding hin und her bewegen. Und durch dieses Sandwich haben wir so, dass entweder hier ein Soul Sand Block und hier ein ähm, Fans Block ist. Oder, wenn ich jetzt den Kolben hier mal aktiviere, äh, hier der ähm, Fans, also Zaun, Zaun Block ist. Ja, Zaun einfach nur ist. Ich, ist klar, ne? Und hier der Souls Soul Sand ist. Wunderbar. Dann bedienen wir uns des Wassers, setzen ein wenig hier Wasser rein. Und hier, <laughs> guck, wer nichts kann, der kann nichts, ne? Also. Redo, redo, redo. Noch ist ja nichts Schlimmes passiert. Aufpassen, immer aufpassen. Ihr solltet es vielleicht mitbekommen haben, Wasser und Technik vertragen sich nicht so. Also seid vorsichtig, wenn ihr mit Wasser arbeitet. Okay, wunderbar. Dann sieht das Ganze schon mal jetzt so aus. Jetzt äh, holen wir uns aus dem Inventar Dropper. Ähm, ne, Dispenser, nicht Dropper. Also die Dinger mit dem runden Loch. Nicht mit dem schmalen Loch, mit dem runden Loch. Ne? So, die setzen wir jetzt hier hin, aber so, aber so. Und schnappen uns gleich aus dem Inventar. Lava. Ja, Lava könnt ihr auch machen, wenn ihr euren Freund im pranken möchtet. Bitte, bitte. Aber das ist kein Prank-Fahrstuhl, das ist ein hilfreicher Fahrstuhl. Also packen wir natürlich hier kein Lava rein, sondern Wasser herein. In jeden der Spender einmal Wasser reingesetzt. Gut. Anschließend bauen wir eine Kammer. Setzen hier einen Block hin, setzen hier nochmal einen Block hin, holen uns aus dem Inventar Klebrikkolben, einmal zwei Kolben hier hierhin, zwei Klebrigkolben dahin, schnappen uns Glas aus dem Inventar, Glas genau. Ihr könnt auch gerne getöntes Glas nehmen, das ist euch überlassen. Wir bauen nämlich jetzt die Tür. Hier nochmal einen Block hingebaut und dann bauen wir noch einmal einen Rahmen drumherum, wunderbar. Und schon sieht das Ganze so aus. Dann machen wir ein bisschen Musik und holen uns einen Notenblock aus dem Inventar. Mit dem Notenblock, den machen wir keine Musik natürlich, den äh, setzen wir eigentlich nur einmal bitte ganz kurz hier hin. Schnappen uns ein paar Observer oder wie wir in der The Joecraft Community sie nennen, die Pätze! Es ist eine Petze. Sie petzt einfach alles. Observer haben sehr interessante Eigenschaften und eine der Eigenschaften machen wir uns von Observern zunutze, aber das jetzt noch nicht. So, dann haben wir das alles gebaut und das Ganze sieht schon mal recht ansprechend und so aus. Als nächstes holen wir uns nochmal Observer, setzen einmal, jetzt müssen wir genau aufpassen, dass wir es richtig machen. Lasst mich kurz cheaten gehen. Ich muss mal ganz kurz cheaten. Okay. Ist das richtig gecheatet? Na, das ist okay. Wunderbar. Ähm, wir setzen einmal Observer hier drunter und einmal einen Observer hier drunter. Ihr seht, dass die genau unter diesen Türen sind. Anschließend ein Kolben so, ein Kolben so, ein Redstone-Block so, ein Redstone-Block so. Wunderbar. Dann setzen wir einmal hier ein Block hin, da ein Block hin. Sieht dann Ganze so aus. So, ich das, Moment, Moment. Ich muss immer wieder ein bisschen spicken, weil dieses Design habe ich mir extra für euch überlegt, damit es wunderbar funktioniert. Doch, doch, doch. Das ist alles eine Richtigkeit. Das alles, was ich jetzt baue, sollte eins zu eins nachgebaut werden, damit das auch wirklich am Ende gut funktioniert. Dann ziehen wir einmal kurz eine Leitung so und eine zweite Leitung so. Redstone, 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 Redstone. Redstone, 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 Redstone. Redstone. Dann einmal Redstone-Fackel, einmal Redstone-Fackel dort und als nächstes. Müssen wir jetzt hier erstmal ein paar Blöcke zur Seite bauen? Es ist ganz wichtig, dass ihr hier ein bisschen Platz reserviert. In beide Seiten des Fahrstuhls Platz reservieren. Denn dort werden wir, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein wenig Feintuning nachher machen müssen. Denn je nachdem, wie hoch euer Fahrstuhl ist, muss das hier größer oder kleiner gebaut werden. So, provisorisch provisorisch setzen wir erstmal folgende Schaltung rein. So sieht sie aus. Da, okay, ich kann das perspektivisch nicht bedenken. Hinter mir ist ja nur ein Greenscreen. Ne? Für die, die es nicht wissen, ja, Greenscreen bedeutet einfach, hier ist eine grüne Wand. Ich kann auch die grüne Wand einfach nach unten schieben. Da kommt mein Zimmer wieder zu sehen. Das ist einfach nur eine grüne Wand. Alles, was grün ist, wird weggemacht. Also ich sollte auch nicht Grünes anhaben. Aber irgendwann mache ich den Gag mal und ziehe ein grünes T-Shirt an. Ähm, heute ist der 1.11. Ich habe, by the way, Geburtstag. Hey, und ähm, gestern war Halloween. Eigentlich hätte ich zu Halloween was Grünes anziehen müssen und dieses Video gestern rausbringen sollen. Hm. na, egal. Wir können ja nicht in die Vergangenheit reißen. So, also, schaut euch das mal an. Das ist ein sogenannter Kondensator. Eine ganz, ganz tolle Schaltung, die ihr unbedingt drauf haben solltet. Dieses Ding hier hat nämlich die Möglichkeit, Strom zu speichern. Und wenn wir den Stromsignal geben, wunderbar, wenn wir den Strom wegmachen, bleibt der Strommoment bestehen und nach kurzer Zeit geht das Ding dann aus. Und wenn es aus ist, kann man es wieder bepowern. So, ganz toll. Und wir können das Ding natürlich auch erweitern. Je länger wir dieses Ding machen, desto länger hält das Ding den Strom fest. Na, <laughs> ganz raffiniert. Okay. Und dieses Ding werden wir dann später benötigen. Das heißt, wir müssen dann diese Länge einstellen, indem wir entweder mehr oder weniger bauen und das müssen wir nachher ausprobieren. Das können wir nicht berechnen, das müssen wir einfach Trial and Error nachher ausprobieren. Aber stellen wir es erstmal standardmäßig auf vier von den Dingern ein, dann ist auch erstmal alles wunderbar. Und ihr seht, das habe ich zum Beispiel falsch herumgebaut. Das würde uns jetzt gleich Probleme machen. Das muss mal ganz kurz anders herum gebaut werden. Also, so und passt auf, in welche Richtung das guckt. Das heißt, in die Richtung so und in die Richtung so. Ganz wichtig, dass ihr daran denkt. So, als nächstes setzen wir hier zwei. Als Fackeln hin, setzen hier hier einen Block hin. Auf diesen Block setzen wir drauf einen ähm, Kolben und noch einen Kolben, klebrigen Kolben nehmen uns Seelaterne. Ich sehe die Frage schon kommen. The Geocraft, wie wechselst du so schnell dein Game mode Das mache ich mit den Tasten F3 und N. Kann man sich dann einfach mal irgendwann in die Finger reinbekommen. So, dann haben wir. Folgendes. Wir gehen dann einmal so entlang und wir gehen dann einmal an dieser Stelle auch, machen hier einen Block hin, setzen da nochmal einen Block hin, gehen hier zur Seite, gehen hier nach unten bis dahin. Einmal Redstone, 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 nochmal hier Redstone, 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 Redstone und dann sieht das Ganze so aus. Erstmal soweit ganz wunderbar. Jetzt müssen wir gucken, wo unser Soul Sand Block sich befindet. Entweder rechts oder links, na? Was tippt ihr? Rechts oder links? Rechts. Sehr schön. Rechts ist richtig auf der Seite. Ich muss das Spiegelverkehrt. Ich muss mal links zeigen, ob ihr rechts seht, weil ich sitze euch ja gegenüber. Das ist, macht irgendwie keinen Sinn. Ihr seht es wunderbar, da ist unser Soul Block. Das heißt, jetzt müssen wir Folgendes machen. An dieser Stelle müssen wir den Block wegnehmen und einmal dorthin setzen. Da, nee, stopp, 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 blub, 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 genau andersrum. Dort, wo das Soul Block eben nicht ist, müssen wir diesen Block einmal wegnehmen zu machen, weil der Fahrstuhl dort, wo das Soul Block ist, oben ist und da, wo der Soul Block nicht ist, unten ist. Bling, bling. Ähm, blink, blink, habe ich jetzt äh, nicht nachgedacht. Doch, ich habe nachgedacht. So, nein. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum irgendwie. Aha, okay. Alles klar. Von mir aus. So, jetzt ist richtig. War doch so. Also nochmal alles auf Ausgangsposition. So, es war alles so. Okay, eigentlich hätten die Türen offen sein sollen. Irgendwie, irgendwie hat sich die Technik gerade, als ich sie gebaut habe, aufgehangen. Also, es muss tatsächlich so sein, dass hier der Block vorne ist. Dort, wo der send Block ist, muss der Block vorne sein. Dort, wo er nicht ist, muss er hinten sein. So, jetzt ist alles richtig. Okay, jetzt, wir haben alles richtig gemacht. Eure Technik sollte nun so sein, dass die eine Tür offen ist, die andere Tür ist zu und dort sitzt gerade Wasser an, wie ihr seht. Okay, wenn ihr es bis dahin hingekriegt habt, alles wunderbar. Und was ihr jetzt zum Test mal machen könnt, ist. Jetzt einmal euren Fahrstuhl zu aktivieren. Das heißt, ihr nehmt jetzt einmal einen dieser Kolben lässt sich ausfahren, der hier nicht, weil der hat ja schon gemacht, aber der hier. Wenn wir den jetzt einmal umschalten, das heißt, sobald wir diesen Kolben aktivieren, sollte folgendes passieren: Die linke Tür sollte zugehen und kurze Zeit später sollte die rechte Tür aufgehen. Ach ja, und der Block da oben sollte auch aufgehen. So, probieren wir es. Also, ihr seht, der Block sollte zu nach hinten gehen und kurze Zeit später sollte das hier schalten. Wir probieren es mal aus. Achtung, fertig, los, zack. Wir sehen, links ist zugegangen, wunderbar. Und jetzt gleich sollten hier zwei Sachen passieren: Tür auf und Seelaterne nach vorne. Perfekt, besser geht gar nicht, ne? Okay, dann haben wir jetzt alles richtig gemacht. Dann hauen wir mal ganz kurz das hier alles weg. Wir sollten hier unten die erste eben noch weghauen, denn jetzt kommt der nächste Teil. Wir setzen hier einen Block hin. Wir setzen hier einen Block hin. Wir setzen wir setzen, Wir denken nach, bevor wir was machen. Wir denken erstmal nach. Wir setzen hier einen Block hin. Wir setzen hier einen Block hin. Wir setzen hier einen Block hin. Wir machen mal ganz kurz diese Seelaterne nur zum Bauen weg. Block, Block. Und dann setzen wir Block, 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 Block. Das Ganze sollte von oben so aussehen. Wie gesagt, eine Seelaterne fehlt. Guckt gut hin, dass das genauso aussieht. Denn jetzt müssen wir Wasserblöcke setzen. Da setzen wir einmal ein äh, Fließendwasser dort, dort. Und dorthin und setzen jetzt wieder unsere Seelaterne rein. Okay, das sollte dazu führen, dass wir eine Kammer unter Wasser gesetzt haben und eine andere Kamera nicht, äh, Kammer nicht unter Wasser gesetzt haben. So, und wenn wir jetzt nochmal den Fahrstuhl aktivieren, indem wir ihn auf die andere Seite holen, zack, sehen wir, wird die eine äh, Kammer unter Wasser geflutet und die andere öffnet sich jetzt gleich, die äh, rechte, äh, die linke, pardon, links, ich muss rechts zeigen, und äh, die Kammer ist nicht mehr unter Wasser geflutet. So, dann... Solltet ihr euch mit äh, Soul Sand Blöcken auskennen, wenn ihr einen Wasserturm habt, den ich jetzt mal ganz schnell hier baue, und ähm, ihr packt dort einen Soul Sand Block nach unten rein und ihr äh, wollt das Ding jetzt mit Wasser fluten und ihr flutet das einfach und ihr denkt euch jetzt gut, wir machen uns das Leben einfach. Wasser fließt nach unten, also reicht es, wenn ich hier oben einen Wasserblock hinsetze, würde das nicht funktionieren. Es muss wirklich jeder einzelne Block in diesem Turm mit Wasser befüllen. Schläg auf. <laughs> Jeder einzelne Block muss mit Wasser befüllt sein. Erst dann funktioniert das. So, Das heißt, hier würde unsere Technik versagen, weil an dieser Stelle zwei Blöcke Wasser fehlen. Hm, wie gut, dass wir Spender haben, die an dieser Stelle Wasser ausspucken können. Genau das tun wir. Wir müssen nur noch die Spender nämlich nun anschließen. Jetzt machen wir deshalb dazu den Block weg und den Block weg. Setzen hier einen Block hin, hier einen Block hin. Immer Shift gedrückt halten, damit das funktioniert. Anschließend. Setzen wir einen Observer-Block hier hin, der jetzt hier guckt, hier einen Block hin, gehen dann einmal hier nach unten und hier nach unten, dann noch einmal hierher hierher, 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 wunderbar, und schließen das alles an. So, und wenn wir das alles angeschlossen haben, machen wir dieses Kabel kaputt. Denn jetzt müssen wir gucken, auf welcher Seite wieder der SoulSend-Block aktiv ist, in diesem Fall auf der Seite, weil auch da die Tür zu ist, und auf diese Seite aktivieren wir einmal kurz die äh, Spender dass jetzt gerade Wasser auf dieser Seite ausgespuckt worden ist. Und nun funktioniert das. Ihr seht, nun ist hier wirklich überall solides Wasser. Hier ist gerade solides Wasser, hier ist solides Wasser und hier drüber ist auch solides Wasser, da wir eine Wasserquelle haben. Das heißt, wir haben hier unseren Block, unseren Seelaternenblock, in diesem Fall der Sandsteinblock, und da jetzt links und rechts von ihm Wasser ist, entsteht hier eine solide Wasserquelle. Tolle Sache, oder? Deshalb haben wir jetzt nun in diesen drei Blöcken Wasser drin. Also solides, festes Wasser. Und was, jetzt, was wir jetzt noch schnell machen können, ist unsere ganze Technik kaputt. Ähm, wenn wir das getan haben, können wir die Technik wieder reparieren und anschließend weiterbauen, indem wir jetzt einmal ganz kurz diese Kammern hier schließen. Aufpassen, dass ihr alles richtig baut. Wunderbar. So, und jetzt haben wir quasi den unteren Teil fast fertiggestellt seht, wie komplex das ist jetzt, wie kompliziert das ist. Jetzt setzen wir noch hier einen Redstone Block hin und haben nun den unteren Teil fertiggestellt. Und damit ist der Fahrstuhl gerade mal zur Hälfte fertig. <laughs> ihr merkt schon, recht komplexes Ding. Aber vielleicht kommt ihr bis hier noch mit. Sagt mal, schreibt in die Kommentare, wenn ihr den Fahrstuhl fertig gebaut habt. So, wir schalten nochmal hier Strom drauf und wir sehen. Der Fahrstuhl äh, geht um. Die äh, Spender aktivieren sich nun beide gleichzeitig. Und die einen entfernen den Wasserblock, die anderen spucken wieder einen neuen Wasserblock hin, damit das funktioniert. Und auch jetzt, wenn ich wieder in den Fahrstuhl umdrehe in die andere Richtung, ist genau das gleiche. Die einen Spenderblöcke entfernen das Wasser, die anderen packen das Wasser hin. Wunderbar. So, als nächstes füllen wir den ganzen Tour mit Wasser auf. Das mache ich jetzt mal mit dem Command einfach. Da machen wir mal kurz von hier. Fill nicht force load. Äh, fill, ta, 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 von hier bis bis nach oben, bis zur höchsten Position, bis nach dahin. Äh, ta, 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 water, replace, air. So, und schon haben wir jetzt hier überall Wasser eingefüllt. Gut, jetzt kommt der obere Teil. Den könnt ihr aus dem gleichen Material bauen, was ich auch jetzt einfach mal tun werde. Für den oberen Teil brauchen wir Zauntore. Die wir uns einmal aus dem Inventar schnappen. Die setzen wir mal hier und hier hin. Dann folgendes machen wir einmal kurz so. Gehen nach hinten. Erstellen dann hier einen Knopf, den wir hinmachen. Mit diesem Knopf aktiviert man dann später den Fahrstuhl von oben runter zu kommen. Hin und her ist glaube ich dann klar wie Klosbrühe. Dann... Einmal hier den Ausgang des Fahrstuhls. das heißt hier steigt man später auf dieser Höhe ein und aus. Ja, auch hier ist es wieder, dass man eine Mulde hat, das Minecraft sitzt immer in einer Mulde drin. Oh, wunderbar, ihr seht, das Minecraft wird später in dieser Mulde drin sitzen. Dann nochmal zwei Blöcke so hier hingesetzt und anschließend hier und hier einen Block hingesetzt und einen Tripwire aufgebaut. Das ist ganz einfach, ihr holt einfach diesen Grabbling hook aus dem Inventar. Und holt euch String. Das heißt, einmal nochmal Spinnen melken gehen. Die freuen sich darüber. Ich habe ja Survival-Erfahrung jetzt gesammelt. Ich weiß, Spinnen lieben es, wenn man an ihr, wenn man versucht, Spinnenweben von ihnen zu bekommen. Und ähm, ja, also, äh, nein, besser nicht. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Wenn ich den Block zur Seite nehme, sehen wir, dort und dort befindet sich die, ähm, das Zauntor. Und wir machen jetzt folgendes, wir setzen einmal hier einen Verstärker, hier einen Verstärker hin, verbinden die beiden mit Redstone, machen nun folgendes, wir setzen nun einmal einen Komparator so, nochmal einen Komparator so, jetzt denken alle, oh, wir bauen wieder einen Kondensator. Nein, diesmal nicht. Wir setzen nämlich hier einen Block hin und hier einen Block hin und haben nun den Kondensator umfugiert in ein sogenanntes RAM. Was macht denn jetzt bitte schön ein RAM? Ein RAM hat uns die Möglichkeit, von beiden Seiten können wir mit einem Verstärker hier ein Stromsignal reinlaufen lassen. Wobei es in diesem Fall egal ist, in diesem Fall reicht eine Seite aus. So. Wenn ich jetzt hier Strom drauf setze, sehen wir, dass alles aktiv ist. Ich habe gerade hier Strom drauf gesetzt, alles läuft. Wenn ich nun Strom hier drauf setze, schalte ich dadurch alles aus. Wir müssen natürlich dazu einmal einen Rechtsklick auf diesen Komparator machen. Sehen, wir, wenn ich jetzt hier Strom reinpacke, zack, geht das aus. An, hält, hält unendlich bis aus. Also quasi Toggle. Wir nennen das Ganze Flip Flop in der Informatik. Das ist ein Flip Flop. So. Den Teil verbinden wir jetzt mit diesem Ding hier. Das heißt, dass sobald, der, also sobald dieses Ding an ist, sind die Zauntore offen. Das können wir mal ganz kurz machen. Wir machen das Ding an. Schwupp! Und die Zauntore sind offen. Und sobald ich nun den String berühre hier oben, schließen sich die Zauntore. Super einfache Technik, aber sehr effektiv. So, und wie kriegen wir es nun offen? Folgendes: Wir gehen jetzt hier hin, sehen diesen Redstone-Block, gehen einen Block runter, noch einen Block runter, setzen hier einen Block hin. Mittlerweile wird es schon dunkel in Minecraft. Wir bauen schon über einen Tag an diesem Fahrstuhl. Dann machen wir den Block weg, setzen ganz schnell hier einen, ähm, einen eine Petze rein. Einen Verstärker auf Stufe 3, wichtig, Stufe 3, ganz, ganz wichtig. Redstone-Fackel, Redstone-Fackel, obere Teile ist damit fertiggestellt. Und damit ist der Fahrstuhl ziemlich. Einsatzbereit nun. Und nun kommt das sogenannte Feintuning, was ich euch ja schon versprochen habe, wir jetzt machen. Wir werden uns nun einmal aus dem Inventar ein Minecart holen und einen Block holen, irgendeinen einfachen Block wie direkt zum Beispiel und eine Schiene. Setzen den Block nun hier hin, da drauf die Schiene, setzen Minecart drauf, machen den Block kaputt, fertig. Erste Seite ist da. Dann, ja, wir können den Fahrstuhl aktuell nur hier unten aktivieren. Das machen wir einmal hier. Klick, klick, das Minecart hebt ab, fährt nach oben, kommt hier oben raus, berührt die Tripwire und bleibt hier oben stehen, weil sich die Tore geschlossen haben. Wunderbar. Und wenn der Fahrstuhl umgeschaltet wird... Also jetzt die äh, Bubbleblöcke nicht mehr auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite sind, merkt, das, dieser Observer gibt ein Stromsignal, öffnet das Fall äh, öffnet beide Zauntore hier und das Minecraft plumpst herunter, während das andere auf dem Weg nach oben ist. Das andere setzen wir oben rein und jetzt werden wir gucken, ob das Timing ausreicht. Denn sobald das Minecraft unten angekommen ist, soll sich die Tür öffnen. Das macht ja dieser Kondensator. Und mal gucken, ob die Zeit reicht. Achtung, fertig, los. Minecard fällt herunter, Minecard fällt herunter, Minecard fällt herunter. Und... Yes, die Zeit ist perfekt. Wenn das Minecart länger braucht, es kann ja sein, dass ihr diesen Kondensator zu kurz eingestellt habt. Ein kleines Beispiel dafür. Ich stelle jetzt mal absichtlich diesen Kondensator zu kurz ein. Jetzt ist der viel zu kurz eingestellt. Jetzt würde Folgendes passieren. Wenn wir jetzt diese Schaltung aktivieren, würdet ihr erkennen, dass das zu kurz ist, da das Minecart hier unten nicht ankommt, sondern hier oben stehen bleibt. Das bedeutet... Das Ding ist zu kurz eingestellt und wir müssen dieses Ding einmal verlängern. Okay? Super. Und wenn das Minecraft zu lange hier unten stehen bleibt und die Türen sich einfach und einfach und einfach nicht öffnen, ist das Ding zu lang eingestellt. Wie gesagt, an dieser Stelle könnt ihr ein bisschen Trial and Error machen, bis ihr die perfekte Länge gefunden habt. Aber diese Länge, die wir jetzt gerade hier sehen, reicht wunderbar auf. Aus, auf beide Seiten am besten übernehmen. Macht das Timing ruhig einen Tacken länger und macht es nicht zu knapp, weil manchmal braucht das Minecart etwas länger nach unten. Das ist dann immer random. Also gibt einen kleinen Buffer, dass wenn das Minecart mal ein bisschen zu spät kommt, sich nicht sofort hier unten alles verbarrikadiert. So, dann noch einmal aktivieren. Aber jetzt wollen wir natürlich zum finalen Schluss dafür sorgen, dass der Fahrstuhl sich über die Knöpfe, Schrägstrich, über dieses Ding hier aktivieren lässt. Dazu machen wir folgendes: Wir setzen einmal einen Kolben hier hin, setzen an den Kolben nochmal einen Observer, diesmal allerdings guckend nach unten. Wir sehen, wir hatten hier schon drei Observer hingesetzt und jedes Mal, wenn ich nun auf den Notenblock klicke, verschiebt sich einmal kurz dieser Observer. Der geht einmal nach hinten. Ihr seht, wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, geht er wieder nach vorne. Jetzt ist er wieder vorne. Das ist eine wunderschöne Eigenschaften von äh, Eigenschaft, die ein ähm, Observerblock hat, dass wenn er etwas detektiert, der den, äh, ein so kurzes Stromsignal gibt, dass der Kolben gar nicht den Block wieder zurückziehen kann. Ihr seht, schaut auf den Block, zack, zack. Zack, zack. Und diese Eigenschaft machen wir uns zunutze, denn wenn wir nun an einen Kolben einen Observer dran setzen, so, dann gibt dieser Observer, je nachdem wo der Kolben ist, entweder mal, ähm, genau, jetzt setzen wir noch einen Observer hier hin, der dann in den Kolben reingeht, gibt es entweder einmal vorne oder hinten ein Stromsignal. Ihr seht vorne oder hinten, vorne oder hinten, wunderbar. Und damit können wir quasi den Fahrstuhl toggeln. Das heißt, jetzt setzen wir quasi einmal hier zwei Blöcke hin und machen nun folgendes. Wir verbinden nun einmal die Elemente miteinander. Ja, gut, wir hätten sogar. Hey, darf ich das da? Ja, darf ich sogar. Wir können sogar das Ding noch einen Block weiter nach hinten ziehen an dieser Stelle. Damit wirklich gar keine Pratzplatten. Pratz, 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 Pratz. Pratz-Probleme, Prats, Eine kleine Pratz. Deutsche Sprache ist Sprache. Keine Platzprobleme bekommen. So, so. Wunderbar, sollte auch funktionieren. Einmal kurz testen. Klickt den Notenblock. Einmal in den Notenblock. Ich sage immer Notenblock. Klickt den einmal an. Guck, was passiert. Wunderbar. Funktioniert. Und noch einmal. Klicken wir den nochmal an. rechts klickt drauf. Wunderbar. Funktioniert. So, als nächstes Block, Block und dann verbinden wir das einmal mit dem Kolben. Recht einfach. Einfach nur ein Kabel ziehen. Zieht das Kabel bitte so. Der, der Observer leitet das Stromsignal durch diesen Block durch. Macht das deshalb so. Ihr könnt auch sagen, ja gut, wir legen das jetzt einfach so, aber ihr seht, das ist ein bisschen dämlich, weil jetzt würde mit jedem Observer-Block beide Kolben auf einmal aktiviert werden. Das ist ein bisschen dumm. Das ist aber so dumm, so. Deshalb macht bitte hier zwei Blöcke hin. So, und damit haben wir den Fahrstuhl fertiggestellt. Wir drücken jetzt einmal auf den, äh, auf den Fertig und wir sehen, der Fahrstuhl setzt sich nicht in Bewegung, weil der jetzt in der richtigen Position ist. Also, wenn er sich nicht in Bewegung setzt, kein Schreck kriegen. Beim zweiten Mal drücken, setzt er sich nun in Bewegung. Aber jetzt könnt ihr mit diesem Notenblock den Fahrstuhl hin und her bewegen. Das heißt, ihr seht, da ist er angekommen. Wunderbar. Auch hier drücken wir drauf. Eins fehlt noch und zwar müssen wir noch die Knöpfe oben anschließen. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Ihr müsst nur eins beachten. Also, die Knöpfe geben hier ein Output. Das heißt, egal welchen Knopf ich drücke, es gibt immer an dieser Stelle ein Output. Ich mache das mal so zu. Ein Output leite ich jetzt hier hin und jetzt muss irgendwie das Signal nach unten gebracht werden. Ihr habt da so viele Möglichkeiten. Ihr könnt auch einfach Kabel jetzt nach unten legen. Ja? Ich bin gerade ein bisschen. Ich, das Problem ist, ich versuche es ein bisschen schnell zu machen. Deshalb bediene ich mich mal Slime-Blöcke. Auf, passt auf, wenn ihr mit Slime-Blöcken arbeitet. Weil Slime-Blöcke ja dürfen keine anderen Blöcke berühren. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann ein Redstone-Block, eine Redstone-Lampe noch weiter nach unten setzen. Es muss eine Redstone-Lampe sein, weil ihr nicht einfach, ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, so, okay, ich setze jetzt hier ein. Ähm ich setze jetzt hier irgendwie einen Kolben. Jetzt muss man kurz nachdenken. Denken, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke. So, das geht nicht. Ihr seht, die werden fremdbepowert. Deshalb muss der Kolben nochmal zwei Blöcke tiefer gesetzt werden. Redstone-Lampe wird dann auf den Kolben draufgesetzt. und dann auf die Redstone-Lampe drauf wird einen Strom. Einen Strom. Das ist einen Strom gesetzt und dann geht es wieder runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, und beim zwölften Block bitte wieder ein Redstone-Block. So, vergesst nicht, Slime-Blöcke dürfen nichts berühren, außer irgendwelche nicht verschiebbaren Blöcken. Das heißt, entweder ihr packt da drumherum ganz viele Minecraft-Öfen oder irgendwie Obsidian, was ich empfehlen würde. So, und wenn wir hier unten angekommen sind, ist es auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass ihr hier unten nicht einfach das Stromsignal in diesen reinlaufen lasst, sondern hier nochmal einen Kolben hinsetzt, so, und an den Kolben nochmal dran einen Observer setzt, damit wir dieses kurze Mini-Stromsignal haben. Ihr seht, wenn ich jetzt einmal so mache, zack, hat das geklappt. Der Fahrstuhl hat gerade umgeschaltet. Ne? Und machen nochmal, Achtung, 3, 2, 1, zack und der Fahrstuhl hat rumgeschaltet. Das ist ganz wichtig, dass ihr das baut. Hier unten, das heißt, in diesen Kolben möge doch bitte euer Redstone-Signal reingehen. Und so, perfekt. Sobald er runtergerückt wird, wird der Redstone aktiviert und wir haben es geschafft. Das ist er. Wunderbarer Fahrstuhl. Der schnellste Fahrstuhl, den es so aktuell gibt. Zur so Perfektion gebracht, wir setzen uns rein, wir drücken auf den Knopf und genießen die Fahrt nach unten. Ah, dafür hat es sich doch gelohnt. Liebe Leute, habt ihr es hingekriegt? Habt ihr alles verstanden? Wisst ihr, ähm, also wisst ihr, wie es funktioniert? Habe ich das für euch gut genug erklärt? Wenn ja, bewertet gerne dieses Video, gebt gerne einen Daumen hoch. Normalerweise sage ich sowas ja nicht, aber wenn euch allgemein meine Sachen gefallen, abonnieren dürft ihr mich immer. Kostenlos. Ist einfach. Kriegt ihr die neuesten Videos von mir in der Infokarte angezeigt? Ja, und das ist er. Der schnellste Fahrstuhl in Minecraft, das Baututorial dazu. Ein sehr komplexer Fahrstuhl, aber ein sehr, sehr, sehr guter Fahrstuhl und meiner Meinung nach der beste Fahrstuhl, den man aktuell in Minecraft bauen kann. Mit einer richtigen fahrbaren Kabine. An dieser Stelle endet das Video und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Liebe Leute, macht's gut, bis bald und